Ich habe heute wieder ein neues Video für euch und wir haben es endlich geschafft. Ich habe jetzt die 100 Abonnenten geknackt. Ein großes Dankeschön an alle, die mich abonniert haben. Ich habe jetzt schon 102. Als ich mit YouTube angefangen habe, hat mir meine Mutter versprochen, dass ich, wenn ich meine ersten 100 Abonnenten habe, mir was in unserem Reitsportland für 100 Euro aussuchen darf. Und das mache ich heute. Ich nehme jetzt einen Trolley und dann nehme ich euch einfach mal mit. Hier sind ganz viele Putztaschen, aber das brauche ich ja nicht. Ich habe hier einen Putzkasten. Bürsten habe ich eigentlich auch genug. Und ich finde diese Bürste richtig, richtig schön und total süß. Den Ring habe ich zu Hause auch mit Pferd drauf. Der zeigt ja diese Gefühle an. Richtig. Das ist wie so ein Regenbogen hier. Ganz, ganz viele verschiedene Farben. Longe habe ich eigentlich auch eine. Noch ein Eckstein, die Kirsche. Ich glaube, ich nehme die mit. Leckerlis kann man ja immer gebrauchen. Lucky liebt Banane, ist nicht Bananengeschmack. Die Schabacke in Dressur habe ich, da ist auch das Pferd drauf. Sind auch sehr, sehr schön, finde ich. Guck mal, ist das nicht geil? So viel Glitzer. Also wenn jetzt eine Lucky Größe, also das ist jetzt L. Wenn jetzt eine Lucky Größe, wäre es natürlich super. Und die sehen mega, mega schön aus. Hier sind auch nochmal die. Gibt es auch noch in Blau. Die finde ich auch mega, mega schön. Aber das ist ja bei Lucky immer sehr schwer. Wir nehmen immer S. Aber er ist ja 1,27 und deswegen sehr klein. Und das ist immer ein bisschen schwer, weil es eigentlich zu groß ist. Aber wenn wir jetzt eine Nummer kleiner nehmen, ist es wieder zu klein. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, überall geht's da. Den hier finde ich auch richtig, richtig schön. Also hier kann man nicht umdrehen, das sind so Paletten, Regenbogenfarben. Aber das ist Shetty, sehr klein. Pink. Richtig schöne Farbe, finde ich. Dieses Schwarz mag ich ja richtig gerne, weil das so glänzt. Ist ja anders als dieses Schwarz. Oh, jetzt habe ich einen Aufkleber dran. Ganz viele Knotenhalfter, aber das brauche ich für Lucky nicht. Ich habe ja genug Halfter. Das Pink finde ich auch ganz schön. Blau hier noch. Ja. Ups, ist auch nicht Luckys Größe. Schade. So mit dem Pink.
ganz viele Halfter sind hier noch. Guck mal, das ist ein Winnie-Halfter. Also ich mag Winnie mega, mega gerne. Sieht auch sehr schön aus, finde ich. So, jetzt sind wir bei den Stricken und das sind mega, mega viele. Und das sind richtig, richtig schöne und geile Farben dabei, finde ich. Wow. Ich finde den hier auch, also es ist mal mega, mega krasses, ist das grün, glaube ich. Ja, grün. Oh, wow. Guck mal, der hat sogar Silber und das glitzert ein bisschen. Auch sehr, sehr schön. Guck mal, das ist Pink mit Blau. Ich finde ja, Pink mit Blau ist eine richtig, richtig schöne Kombination. Und ich glaube, den nehme ich auch mal mit. Also von den Stricken wollte ich auf jeden Fall einen mitnehmen. Sitzt jetzt auf dem Pferd, das habe ich Glitzy genannt. Sehr klein, aber fein. Oh, mal gucken. Jetzt gehen wir mal zu den Klamotten und ich wollte mir auf jeden Fall ein paar richtig schöne Shirts aussuchen. Also hier sind wir jetzt bei Pullovern mit einer richtig knalligen Farbe. Aber das ist alles Damm. Das ist zu groß. Halt da, ich gehe jetzt erstmal hier ganz links. Ganz viel sind dicke Westen, finde ich auch sehr schön. Hier, und das hier finde ich immer mega, mega süß. Das ist so klein. Jetzt wäre auch noch gerade so ein bisschen, oder? Süß. Herren? Auch keiner. Hier ist noch Turnier. Hier sind solche Zöpfe. Ich habe ja auch so Zöpfe, sag ich schon. Band, sag ich jetzt einfach mal. Aber ich habe nicht genau dasselbe. Auch sehr schön. Auch sehr süß. So, hier sind wir jetzt bei den Kindern. Reithosen. Guck mal hier. Pulli finde ich auch mega, mega schön mit Pailletten außen und pink. Flüschi. Aber das hier ist leider alles zu groß, das ist nicht S. Hier ist Darm. Sind nochmal Poloshirts. Sind jetzt Kindershirts. Das hier finde ich schön. Mit so Hufeisen. Probier ich nachher mal an.
mal diese knalligen Shirts haben wir eben. Das ist auch so cool, was sie jetzt. Das sieht ja mal cool aus. Leopard-Look. Und diese Flecken sehen aus wie Herzchen. Dann ist es pink. Ja, ich glaube, das probiere ich nachher auch mal an. Ich habe Sheffield Springs da gefunden mit Glitzer und Pailletten. Das finde ich auch mega geil. Das probiere ich auf jeden Fall an. So, neue Reithandschuhe brauche ich auch mal. Guck mal, die haben ganz viel Besatz. Ich glaube, die probiere ich mal an. Muss ich mal eben meine Jacke ausziehen. Ist eben ein bisschen warm. Ja, noch so den Stoff. Sitzen eigentlich ganz gut. So. Ich glaube, sind perfekt. Gesehen habe. Jetzt ja mal süßlich. Gut. 538. Auf Blau ist pink. Mal das Einhorn, das ich sag immer Pummel-Einhorn dazu. Ich finde die hier eigentlich ganz schön. So, probiere ich an. Nehme ich auch noch mit. Ich gehe jetzt nach hinten. Regenfransen. Ich habe auch welche wieder für den Sommer gebrauchen. Ist ja immer die Frage, ob das die richtige Größe ist. Steht nichts drauf. Irgendwas. Das ist voll. Okay, guck ich mal. Wenn es jetzt gleich groß ist, passt es ja natürlich nicht. So, das ist jetzt kleiner. Scheint von zu sein. Mit Herzchen. Finde ich eigentlich ganz süß. Packen wir auch mal ein. Irgendwas.
sind ganz viele. Die hier finde ich auch unlustig mit dem Gesicht drauf. Die finde ich am lustigsten. Manu. So, kann ich erwarten. Also wenn ich eine finde, wollte ich eigentlich auch. Also ich wollte sehr gerne eine mitnehmen. Guck mal, schon wieder das Einhorn. Natürlich sehr wirklich. Also da es ja jetzt eher wieder wärmer werden soll, dann ist das nicht so eine gute Idee. Sieht auch schon das Springen aus, glaube ich auch mal. Geht hier jetzt gerade gar nicht, aber das sieht man ja. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Glitzer überall. Ich glaube, der hat mich überzeugt. Hier sind alle Pferde verbracken. Oh Gott, wie süß. Guck mal, ich hätte die verbracken. Warte mal, sind das... Oh mein Gott, das sind ja mal die kleinsten Gamaschen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Süß. Mini-Hüftglocken. Und natürlich auch Mini-Mini-Halfter. Sehr süß. So, jetzt sind wir bei den Kappen. Mega Glitzer. Ja, diese Kappe habe ich ja. Schwarzen Glitzer. Das ist Rainbow Glitzer. Sehr schön. Noch Kinderhelme. So, hier sind jetzt ganz viele Stiefel und Stiefeletten. Früher bin ich ja immer mit Stiefel und mit Stiefeletten und Chaps geritten, aber momentan reite ich lieber mit meinen Stiefeln. Glitzer. Hier ist 115, das ist Buckys Größe. Deutschland. Glitzer.
Aber eigentlich brauche ich keine Abschutzdecke. Deswegen geht dann auch mal weiter. So, hier sind noch Flaschenpacken. Und hier sind Pads. Weich. Oh, guck mal, die sind mega fluschig. Und Steilecken. Also ich sage immer Steilecken dazu. 30, hier ist wieder 115. Aber brauche ich auch nicht. Ich habe mir etwas für euch überlegt. Nämlich wollte ich was an euch verlosen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, was ich nehme. Aber dafür müssen wir erstmal nach vorne gehen. Ein Heft mit Strick verlosen. Und ich hatte die Idee, wir nehmen ein Wendy-Halfter, Größe Pony, 102 im Strick jetzt. So, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich nehme, aber ich gucke jetzt einmal durch. So, ich hatte nämlich auch schon den überlegt. Ich glaube, es würde ganz gut zusammenpassen. So. Wie ihr das gewinnen könnt, sage ich euch am Ende des Videos. Und jetzt probiere ich erstmal die Sachen an. So, Nummer 1. Also. Gut, mit Pink. Finde ich sehr schön. Sehr gut. Das nehme ich auch. So, Nummer 2. Das Polo-Shirt. Finde ich auch sehr schön. In Silber. Und hier sind sogar noch Strichsteine. Dran. Finde ich gut und das nehme ich auch. So, Nummer 3. Das T-Shirt von Sphinxstar. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Finde ich sehr, sehr schön. Und das gefällt mir auch am besten von den dreien. Das werde ich auch auf jeden Fall nehmen. So, ich bin jetzt fertig und ich werde jetzt mal zusammenrechnen, bei wie viel Euro ich jetzt bin. Ihr müsst wissen, das hier ist ein Schnäppchenladen, also hier ist alles etwas günstiger. Ich fange jetzt mit den T-Shirts an. So, das ist 18 Euro. Das sind 15. Das sind 33. Und das sind 12. Das sind 45. So, jetzt hier Schabracke. Kostet 20. Das sind 65. So, das Halfter war 8 und die Stricke kosten 4. Das sind 12. 77. Wie viel kosten die nochmal? 4. Okay, 4 Euro. Das sind dann 81. Das sind auch 4. Das sind dann 85. Noch ein Strick sind 89.
Lincoln ist jetzt 2, also 91. Und Handschuhe sind 10 Euro, also 101. Okay, das war nicht so viel. Ich habe ja jetzt eh schon 102 Abonnenten. So, das ist jetzt meine Ausbeute. Ich verrate euch jetzt noch, wie ihr dieses Halfter mit dem Strick gewinnen könnt. Also auf YouTube werden die Kommentare immer automatisch gesperrt. Aber ich bin auch auf Instagram oder schreibt ihr mir dann einfach, wie viel das hier alles zusammen gekostet hat. Und vielleicht gewinnt ihr ja. Das nächste Video wird ein Video sein, wo ich auf Turnier reite in Dörpen, wenn es dann nicht abgesagt wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!